In der Kabarettsendung Die Anstalt mit Max Uthoff, Klaus von Wagner und geladenen Gästen vom 20.12.2022 ging es um das Thema Inklusion. Im ersten Teil der Sendung ging es unter anderem um die Ausbeutung von Menschen mit Behinderung in Behindertenwerkstätten. Im zweiten Teil der Sendung ging es dann um das deutsche Schulsystem mit einem Fokus auf Förderschulen. Dazu gab es auch einen Faktencheck. Und die in der Sendung getroffenen Ausgaben sollen im Folgenden kurz wiedergegeben, hinterfragt und näher beleuchtet werden. Stimmt das alles so oder handelt es sich teilweise um künstlerische Übertreibungen? An welchen Stellen kann man das Gesagte mit zusätzlichen Informationen vielleicht noch klären? Ich habe dazu zwei Expertinnen angefragt und wir starten heute mit der sonderpädagogischen Perspektive. Professor Dr. Conny Melzer von der Universität Leipzig hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, unsere Fragen zu beantworten. Conny, vielen Dank, dass du dabei bist. Hallo Benjamin. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Dann legen wir mal los. Die erste Aussage, die ziemlich zu Beginn des Schulteils getroffen wird, ist, das deutsche Förderschulwesen sei weltweit einzigartig. Es würden Milliarden Euro ausgegeben für verschiedene Sondersysteme, beispielsweise spezielle Schulen für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung im Bereich Hören oder mit Störungen in der emotionalen sozialen Entwicklung. Vergleichbare Strukturen gäbe es sonst nirgendwo in der Welt. Dies sorgt einerseits für einen sehr guten Betreuungsschlüssel, andererseits bleiben SchülerInnen mit Beeinträchtigung so aber unter sich. Deutschland, die Aussage der Sendung, wäre führend im Aussortieren bestimmter Lernender. Und erste ganz kurze Nachfrage, ist das deutsche Schulwesen wirklich so einzigartig? Also ich kann da gar nicht so ganz kurz dazu sein tatsächlich, Benjamin, weil die Aussage ist natürlich pointiert und etwas übertrieben. Also es stimmt nicht ganz. Es stimmt aber in Teilen, dass Deutschland schon ganz gut aussortieren kann und das aber auch sehr unterschiedlich ist von den einzelnen Bundesländern. Das werden wir uns sicherlich im Laufe jetzt des Podcasts noch mal ein bisschen genauer anschauen. Und es ist auch so, dass tatsächlich Milliarden Euro für Sondersysteme ausgegeben werden, die wir sicherlich auch im allgemeinen Schulsystem brauchen können. Und beziehungsweise wird auch fürs allgemeine Schulsystem Geld ausgegeben. Die Frage ist, ist das immer genug oder nicht? Das ist so die erste. Also von daher, es stimmt, was das Aussortieren an sich angeht. Es stimmt, was die vielen Geld angeht. Es stimmt nicht ganz, was die Sondersysteme angeht, dass Deutschland sozusagen einzig wäre mit dem Sondersystem. Und ich habe dir da auch schon so ein bisschen eine kleine Abbildungen geschickt, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Und in einer Veröffentlichung haben Clemens Hillenbrand und ich das mal versucht zusammenzufassen, auch aus dem amerikanischen Bereich. Und was hier auf dieser Abbildung zu sehen ist, ist eigentlich das, was international an Spektren für schulischen Lernens gezeigt wird. Also ich würde auch nicht sagen, dass es so Fördersysteme oder sowas sind, sondern Möglichkeiten schulischen Lernens. Das ist so für mich. Und international gibt es im Zuge auch von inklusiven Bildungssystemen eigentlich eben dieses breite Spektrum. Und da sieht man, dass es sehr, sehr viel und das sollte auch prioritär als erstes sein, eben die Klassen in allgemeinen Schulen gibt, den sogenannten Inclusive Classroom oder Mainstream wird das oft bezeichnet. Dann gibt es international eben auch kurzzeitig spezialisierte Unterstützung in sogenannten Pull-out-Systemen. Das heißt, so für ein paar wenige Stunden, ein paar Minuten werden Schülerinnen und Schüler aus der Klasse herausgenommen, so für 20, manchmal bis 60% des Unterrichts, wo eine zusätzliche Unterstützung stattfindet. Und die findet auch in Finnland statt, die findet auch in Norwegen statt. Ne? Und auch natürlich bei uns gibt es sowas wie Kleingruppenförderung. Ob das jetzt tatsächlich alles so sozusagen Mainstream ist und Inklusion ist die nächste Frage, das ist eine definitorische Frage, aber das gibt es eben auch international. Und es gibt international Special Classes, spezielle Klassen, auch die, wo dann Schülerinnen und Schüler mit bestimmten Unterstützungsbedarfen zeitweise zusammengefasst werden, um auch spezifisch lernen zu können. Und wir haben auch international Special Schools. Und man muss vielleicht sagen, die Special Classes und die Pull-Out-Systeme sind alle an allgemeinen Schulen und die Special Schools, die spezielle Schulen oder bei uns eben Förderschulen genannt, gibt es in der Regel auch. Nicht immer sind die in öffentlicher Trägerschaft. In Großbritannien zum Beispiel gibt es relativ viele Special Schools, die halt oft in privater Trägerschaft sind und nicht so heißen.
Also, es gibt die tatsächlich. Was macht aber den Unterschied zu unserem Schulsystem aus? Und das ist nämlich der Pfeil unten. Das heißt, für mich bedeutet ein inklusives Schulsystem, dass die ganzen Sachen durchlässig sind. Es kann ganz bedeutsam und fachlich wichtig sein, dass Schülerinnen und Schüler kurzzeitig mal in einer kleineren Gruppe unterstützt werden. Das kann auch für Hochbegabte ganz sinnvoll sein, da mal aus der Klasse herausgenommen zu werden, also für das breite Spektrum. Oder wenn es um spezielle Aspekte geht, was zu vertiefen oder jemand war länger krank, was nachzuholen. Kann total spannend sein, aber der große Pfeil zeigt, dass es eine gewisse Durchlässigkeit geben muss. Das heißt, wenn ich einmal in einer speziellen Klasse bin, muss ich wieder zurückkommen können. Auch wenn ich in einer Förderschule oder Special School bin, muss ich zurückkommen können. Und das ist halt leider bei uns im deutschen Schulsystem oft nicht gegeben, dass eben die Schülerinnen und Schüler oft sogenannt, ich sage jetzt mal, abgeschult werden. Ich schaffe am Gymnasium nicht die Leistungen, also gehe ich entweder dann auf die Gesamtschule oder Real oder Hauptschule. Und wenn ich dann in der Hauptschule auch nicht schaffe, dann komme ich auf die Förderschule. Und das sind so Abwärtskarrieren, die bei uns in Deutschland leider an der Tagesordnung sind und denen dann nicht entsprechen würden und es international nicht in der extremen Form gibt wie bei uns. Ja, vielen Dank für den Überblick. Zweite Frage zu dieser Einstiegsthese, die wir sicherlich datenbasiert noch vertiefen werden. Ist es nicht per se erstmal etwas Gutes, Lernende so stark bedarfsorientiert in kleinen Gruppen zu fördern? Also in hochspezialisierten Institutionen, die mit Fachkräften sich genau darauf einstellen können, was die Lernenden da eigentlich brauchen? Ja und nein. Also ich habe jetzt schon das Beispiel der hochbegabten Schülerinnen und Schüler genannt. Ne? Also die würden davon profitieren. Ne? Also das ist tatsächlich so. Und es gibt auch eben, je nachdem, auf welche Gruppe auch von Schülerinnen und Schülern ich schaue, dann kann das wirklich zeitweise sehr sinnvoll sein. Wenn ich systematisch mache, ohne die Möglichkeit, dass die Schülerinnen und Schüler zurückkommen, dann habe ich eine Schwierigkeit, weil es wird immer Verlierer geben, muss man deutlich sagen. Und vor allem die schwächeren LernerInnen, die sind aus meiner Sicht, wenn ich systematisch sie immer sozusagen in einer spezialisierten Form und besonders auf sie zu und das wirklich systematisch mache, könnten da VerliererInnen sein und abgehängt sein. Ich will es mal verdeutlichen. Also wirklich zeitweise, um etwas aufzuholen oder nochmal spezifisch in etwas reinzugehen, d'accord, das ist wirklich sinnvoll. Aber wenn das immer in Förderschulen oder in speziellen Klassen ist, dann ist es ja so, dass die schwächeren Schülerinnen und Schüler nicht mehr von den stärkeren SchülerInnen profitieren können. Denn oft passiert es dann auch so, dass ich Ziele etwas höher ansetze und die können auch von höheren Zielen profitieren tatsächlich. Also wie oft. Und ich würde sagen, dass wir das als Lehrkräfte sehr oft machen. Und es gibt auch den Pygmalion-Effekt, den ich jetzt gar nicht näher ausführen möchte. Aber wo ich dann sozusagen denke als Lehrkraft, ah Mensch, das ist schwächerer Lerner, da mache ich ein bisschen niedrigere Ziele, um das Wohlfühlen zu machen. Aber vielleicht würde das Kind oder die Jugendliche das halt schaffen. Aber das weiß ich gar nicht, weil ich eben immer dann denke, ich mache das passgenau und ich dann vielleicht auch den Blick für das Größere dann verliere. Und ich glaube, dass das für eine kurze Phase spannend sein kann, aber eben nicht dauerhaft. Und dann kann es eben für Teilhabe durchaus auch hilfreich sein, in kleineren Gruppen Schülerinnen und Schüler tatsächlich mit denen zu arbeiten, dass sie dann auch in großen Gruppen gut zusammen lernen können. Das ist bei einzelnen Förderschwerpunkten tatsächlich sehr, sehr wichtig, aber eben nicht dauerhaft. Ja, vielen Dank. Und Sehr, sehr gut nachvollziehbar. vielleicht noch eins, ne? Also für die Gruppe der Hochbegabten ist es natürlich so, wenn die sich immer an den Hochbegabten orientieren, dann werden die Ziele immer höher und spezialisierter. Für die ist das super. Allerdings geht dann unser Lernen noch weiter auseinander, weil dann können die sich nicht mehr dran orientieren. Und dann stellt sich für mich jetzt auch die Frage, auch aus Lernensicht, wie können wir gute Angebote oder sehr gute Angebote auch für Hochbegabte eben an der allgemeinen Schule machen, dass alle voneinander profitieren können. Da gibt es ja spannende Untersuchungen, dass Hochbegabte quasi eine eigene Sprache entwickeln, auf einem Sprachniveau sich über stoffliche Inhalte unterhalten, wo andere Lernende und teilweise auch die Lehrkräfte gar nicht mehr mitkommen. Ja, genau. Das ist Aber das, auch immer noch Lösungen. genau, aber das führt, glaube ich, ein bisschen weit weg. Das wurde in der Anschalt ja gar nicht angesprochen. Zweite These.
Sonderschulen gehören eigentlich abgeschafft. Laut der UN-Behindertenrechtskonvention dürften Menschen mit Behinderung nicht in ein Sondersystem gedrängt werden. Gewitzelt wurde dann, dass es deswegen auch nicht mehr Sonder, sondern Förderschule heiße. Ist die Rechtslage an der Stelle wirklich so eindeutig? Und falls ja, warum gibt es dann immer noch so viele Förderschulen in Deutschland? Okay, auch hier kommt von mir laut UN-Konvention ja, und dann kommt ein großes Aber. Also die UN-Konvention ist ja von der Bundesregierung unterzeichnet worden und damit bedeutet es, dass die Schulgesetze in den einzelnen Ländern sich danach orientieren sollten. Und jedes Gesetz kann ich natürlich auch auslegen. Und da wird immer ausgelegt auch für den Zugang, die Zugänglichkeit, dass es eben die Möglichkeit geben soll überhaupt, dass eben Schülerinnen und Schüler an der allgemeinen Schule lernen können. In anderen Ländern der Welt geht es erstmal darum, dass überhaupt Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen Zugang zum Schulsystem bekommen. Also na, das sind immer ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Bleiben wir jetzt in Deutschland. Eigentlich alle Bundesländer haben ihre Schulgesetze geändert im Nachgang zur UN-Konvention. Nicht alle, aber die meisten Schulgesetze haben dann nun das Elternwahlrecht implementiert, das eben gewährleisten soll, dass eben Schülerinnen und Schüler mit Behinderung, mit Beeinträchtigung Zugang zum allgemeinen Schulsystem, zur allgemeinen Schule haben. Und im Endeffekt ist das so, dass die Eltern wählen können. Und gerade in NRW zum Beispiel ist das sehr, sehr deutlich. Und deswegen muss man eigentlich so von der Rechtslage und der Schulpraxis auch unterscheiden. Ich bin gerade in Sachsen. In Sachsen gibt es das Elternwahlrecht nicht so extrem. Man muss aber eben auch sagen, dass je nachdem, was vorgehalten wird und wie beraten wird und so, wählen eben auch die Eltern, welche Schule es ist. Also das heißt, es gibt durchaus auch viele Eltern, die sagen, ich bin ganz froh, dass es die Förderschule gibt. Ne? Also das ist natürlich das eine. Und es ist natürlich in der Anstalt da pointiert und weniger differenziert dargestellt, ganz klar. Wenn ich jetzt fachlich anschaue, ob es die Förderschule bedarf oder nicht, müssen wir das tatsächlich oder ich will das unbedingt dann auch differenziert betrachten. Schulsystemisch gibt es nicht die oder den Menschen, SchülerInnen mit Behinderung natürlich, sondern wir haben sogenannte sonderpädagogische Schwerpunkte. Das sind sehr, sehr viele verschiedene. Also es gibt dann wirklich sehr, sehr speziell festgelegt Förderschwerpunkt Hören, Kommunikation, Sehen, emotionale und soziale Entwicklung, körperlich-motorische Entwicklung, Lernen, geistige Entwicklung und Sprache. Also das sind so die häufigsten oder die wir haben. Und je nach Schwerpunkt kann es da tatsächlich fachlich auch unterschiedliche Meinungen geben, ob es ein Sondersystem geben muss, zumindest zeitweise. Und ich komme ja aus dem Schwerpunkt Lernen oder habe hier in Leipzig die Professur für den Schwerpunkt Lernen. Da können wir relativ eindeutig sagen, dass die Schülerinnen und Schüler mit den momentanen Ergebnissen an allgemeinen Schulen tatsächlich besser lernen. Da werden wir gleich wahrscheinlich noch datenbasiert auch genauer drauf schauen, aber ja, genau. Sehr interessant, dass das so eindeutig ist. Ich bin gespannt. Also, genau, also ja, und das ist auch so, dass in Niedersachsen zum Beispiel jetzt die letzte Förderschule Lernen ausläuft. So, da sind die Bundesländer unterschiedlich. In Nordrhein-Westfalen haben wir so 50-50, wo die Kinder an Förderschulen, Allgemeinschulen lernen. In Sachsen lernen 90% der Schüler mit dem Schwerpunkt Lernen auf Förderschulen. Also das vielleicht nochmal so zur Unterscheidung der einzelnen Bundesländer. Ne? Also nur das gleiche Wortstamm bedeutet nicht, dass gleich schulische Inklusion in Gesetzen läuft. Aber wir können uns jetzt zum Beispiel auch mal die Schwerpunkte Hören und Sehen anschauen. Also da sollte es eigentlich nicht unbedingt in Frage stehen, dass es, da gibt es kein anderes Curriculum. Ich muss mich halt darauf einstellen, dass eine Hörbeeinträchtigung oder Sehbeeinträchtigung im Unterricht, das sollte eigentlich nicht in Frage stehen. Und da sind auch sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler, die an allgemeinen Schulen lernen. Das ist eigentlich ganz gut schon mittlerweile. Aber, und auch für den Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung. Aber es entscheiden sich auch zunehmend in zunehmendem Alter sowohl die Erziehungsberechtigten als auch die SchülerInnen freiwillig für die Förderschule, kommen manchmal von der allgemeinen Schule zurück zur Förderschule, durchaus häufiger. Und die Idee, na, wissenschaftlich komplett untersucht ist es noch nicht, aber meine Fantasie oder meine Interpretation ist, dass es manchmal dann auch eine Peer Group fehlt.
weil Hörensehbeeinträchtigung kommt relativ selten vor. Wenn ich dann alleine an einer großen Schule bin und gehörlos bin, dann mit wem soll ich dann, außer dann den Erwachsenen, die dann vielleicht noch Gebärdensprache sprechen, über meine Bedürfnisse, meine Herausforderungen, die ja da tatsächlich aufgrund der bestehenden Behinderung vielleicht da sind, austauschen kann. Ne? Es gibt da ja auch gerade in Hören eine klare Community, ist gewachsen, eine eigene Sprache. Ne? Und da passiert es dann durchaus, dass dann explizit dann auch die Peer Group gesucht wird und dann durchaus wieder eine Förderschule, weil dort eben mehrere sind und dann das Verständnis auch da ist. Da gibt es so Praxisorientierungen, aber interessant ist, es wurde dann freiwillig gewählt von den Schülerinnen und Schülern. Das ist für mich wichtig, dass ich nicht sage, du musst an die Förderschule, das bedeutet für mich auch Inklusion, sondern dass ich das frei wählen kann an dieser Stelle. Und eine Besonderheit ist für mich der sonderpädagogische Schwerpunkt emotional-soziale Entwicklung. Da muss ich auch deutlich sagen, es kann hier, gerade auch wenn es psychische Beeinträchtigungen gibt, Krisen geben, wo es wirklich wichtig sein kann, jemand aus dem System herausgehen kann, vor allem wenn das System dann auf so psychische Krisen oder Besonderheiten nicht vorbereitet ist. Wichtig ist immer, dass ich direkt mitdenke, wie jemand wieder zurück ins System kann. Das bedeutet für mich auch Inklusion. Also es muss für solche speziellen Fälle auch ein vielfältiges, ausdifferenziertes System geben, was eben in dieser Abbildung von Anfang war, mit eben diesem Fall der Durchlässigkeit. Ja, danke sehr. Ja, wir werden ein bisschen konkreter. Eine der Aussagen aus der Sendung war, Förderschulen führen nachweislich zu weniger Abschlüssen für die SchülerInnen, die sie besuchen. Und dann wurde da zitiert, 72% der FörderschülerInnen würden jedes Jahr die Schule ohne Abschluss verlassen, womit ihr Weg in Behindertenwerkstätte vorgezeichnet sei. An Regelschulen wären solche SchülerInnen besser aufgehoben. Beispielsweise an inklusiven Schulen in Bremen schafften SchülerInnen mit Lernbehinderung doppelt so häufig ihren Abschluss wie an Förderschulen. Und die Frage dazu, ist die Studienlage in Bezug auf den messbaren Lernerfolg wirklich so eindeutig? Und wie kann man das überhaupt sinnvoll messen und vergleichen? Gibt es da genug Lernende, dass man so experimentale Kontrollgruppendesigns gezielt durchführen kann? Ja, kurz und knapp. Hier wird ja auch bewusst auf Schülerinnen mit Lernbeeinträchtigungen bezogen. Und das hatte ich ja eben schon angedeutet. Hier ist leider für uns jetzt in Sachsen, ne, 90%, die Datenlage relativ klar. Das stimmt. Der Grund ist, glaube ich, nicht ganz so einfach fachlich zu bestimmen. Und zwar müssen wir jetzt einmal hier schauen, also die 72% haben wir da. Wir müssen uns hier nochmal diese sonderpädagogischen Schwerpunkte anschauen. Ne? Die hatte ich vor uns aufgezählt und die kann man jetzt wieder in zwei sogenannte, ich sage jetzt mal, Kategorien einteilen. Ich mag die nicht wirklich als schulsystemische Kategorie, aber es gibt die eben. Und zwar eben Schülerinnen und Schüler, die zielgleich lernen. Das heißt grundsätzlich den Abschluss der Hauptschule, der mittleren Reife oder Abitur schaffen. Ne? Und die sogenannten zieldifferent lernen. Das sind die Schüler aus den sonderpädagogischen Schwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung. Ne? Und die bekommen dann einen eigenen Bildungsgang mit einem eigenen Curriculum. Und wenn die dann an der Förderschule sind, sind die eben mit dem eigenen Curriculum dort. Und das heißt, sie haben eben auch nicht dann mehr Zugang zum allgemeinen Lehrplan, zum allgemeinen Curriculum, zu dem Curriculum, der auch zum allgemeinen, zum ersten Abschluss führt. Und wenn jemand zum Beispiel in Bremen an der Allgemeinschule ist, dann wird sich vielleicht ein bisschen auch geguckt, was ist so ein zieldifferentes Curriculum, aber doch lernt das Kind in der allgemeinen Klasse mit dem allgemeinen Curriculum und nicht in der Förderschule mit dem anderen Curriculum, was ja offensichtlich nicht zum Abschluss eben dem ersten Abschluss, der Hauptschulabschluss führt. Und das ist, ich mache es mal an einem Beispiel noch deutlich, was jetzt erst letztes Semester in meinem Lehre aufgefallen ist, Didaktik eben, ne, Schwerpunkt Lernen. Und da ist das Fach in Sachsen, also Sachsen hat für den sonderpädagogischen Schwerpunkt Lernen wirklich für die Förderschule eigene Curricula. Und es sind andere als eben für die allgemeinen, ne, wenn es zum Hauptschulabschluss oder mittlere Reife geht. Und da ist das Fach WTH, Wirtschaft, Technik, Hauswirtschaft. Und dann habe ich Studierende gehabt, die haben gesagt, okay, wir planen jetzt eine Reihe
zu einem Thema, das finden wir total wichtig, haben zuerst ins allgemeine Curriculum geguckt und haben die Reihe geplant. Und dann habe ich gesagt, ja, gucken Sie doch bitte nochmal in das Curriculum für eben Lernen und schauen Sie nochmal nach, dass Sie das dann auch begründen, jetzt vom sozusagen dem Lehrplanbezug. Und dann waren die ganz entsetzt und kamen zu mir und sagten, Frau Melzer, das steht da gar nicht drinnen. Müssen wir jetzt unsere Reihe umplanen? Und da habe ich dann gefragt, ja, Sie haben doch jetzt nach Klafki, ne, also die Bedeutungs- und Zukunftsbedeutung und aktuelle Bedeutung für die Schüler angeguckt. Und dann haben Sie doch das sehr genau begründet. Ja, das ist auch total wichtig, für alle total wichtig und natürlich auch für Schüler mit Lernbeeinträchtigung. Ja, und da sieht man jetzt, was passiert, wenn Schüler eben mit einem differenten Curriculum lernen. Dann sind vielleicht welche Sachen, die ich fachlich ganz wichtig halte, fallen dann weg. Und wenn ich jetzt ausgebildete Lehrkräfte an den Schulen habe für das Fach, dann kennen die auch das allgemeine Curriculum und können das gut begründen, warum etwas anderes aus dem Curriculum für die Schülerinnen und Schüler wichtig sind. Jetzt haben wir allerdings, kommt dazu, Fachkräftemangel und wir haben viele Lehrkräfte, gerade auch an Förderschulen, die fachfremd unterrichten. In Sachsen sind nur 30% der Lehrkräfte an Sonderschulen oder Förderschulen tatsächlich sonderpädagogisch ausgebildet. Was mache ich, wenn ich nicht ausgebildet bin? Ich nehme mir einen Lehrplan und orientiere mich darum. Okay, oder daran. Weiter muss ich jetzt, glaube ich, nicht erzählen, warum eventuell weniger den Abschluss an der Förderschule dann den allgemeinen Abschluss haben, weil aufgrund dieser ganzen Praxis- und Gemengelage ja ein bisschen systematisch, also ich sage es jetzt mal ganz hart, es ist ein bisschen ein systematisches Abhalten vom allgemeinen Curriculum. Ja, sehr, sehr nachvollziehbar und anschaulich begründet. Vielleicht noch zu der anderen Frage. Ich erzähle gerade ganz viel. Also Entschuldigung, gerne, dass alle das tun. Aber es ist natürlich auch etwas, du fragtest mit dem Messen. Ne? Also wir haben erst 2021 ist eine Studie rausgekommen von Krämer et al. Das ist eine Meta-Analyse, wo ganz viele Studien miteinander verglichen wird, wo relativ eindeutig gezeigt wird, dass eben Schülerinnen und Schüler mit Lernbeeinträchtigung, also wirklich Fokus auf diese Schüler, Innenschaft von allgemeinen Schulen profitieren. Die haben das auch sich genauer angeguckt und da wird eben das relativ deutlich gemacht. Und wie muss man das messen? Eigentlich relativ klar, es wird entweder Querschnittsstudien, die gibt es schon, und es gibt auch Längsschnittstudien. Und wir haben in Deutschland eine, wie ich finde, sehr, sehr gute Längsschnittschule, ganz Studie, ganz speziell für die Schüler mit Lernbeeinträchtigung. Das ist die sogenannte Belief-Studie von Elke Wild, Birgit Lütje-Klose, Malte Schwinger. Das sind so die Kolleginnen, die das beantwortet haben. Und die haben festgestellt und haben verglichen eben Schülerinnen mit Lernbeeinträchtigungen in Förderschulen und mit allgemeinen Schulen. Und die haben halt gerade am Anfang festgestellt, dass es sogenannte Kohorteneffekte gibt. Also scheinbar ist es auch so, dass Schülerinnen und Schüler, denen das Lernen oft schwerer fällt, eher dann an Förderschulen lernen. Und das ist auch in den anderen Schwerpunkten, Hören, Sehen, körperlich-motorische Entwicklung so, dass dann tatsächlich denen, die schwerer fällt, eher nicht in der Allgemeinschule, in der Inklusion sind, sondern dann an der Förderschule. Wir haben hier scheinbar eine Auslese, wem es leichter fällt, der oder die lernt eher an der Allgemeinschule. Warum das genau so ist, müssten wir auch nochmal wissenschaftlicher untersuchen. Genau, da sind wir noch nicht ganz so weit, aber das deutet sich da an, dass es da so eine Entwicklung gibt. Wir wissen aber auch noch nicht, also in der Längsschnittstudie von Belief gab es so eine parallele Lernentwicklung. Also ne, in Teile unterschiedlich, hier und da Vor- oder Nachteile. Und es scheint schon so zu sein, dass man mal gucken müsste, was ist denn mit den Schülerinnen und Schülern, die sehr, sehr schwach sind, die jetzt noch auf der Förderschule landen, wenn die auf der allgemeinen Schule sind, wie würden die sich denn dann entwickeln? Das wissen wir halt gerade noch nicht. Mhm. Ja. Es bleibt spannend. Genau. Eine weitere Aussage, und zum Teil bist du ja auch schon darauf eingegangen, ich rezitiere trotzdem nochmal, was in der Sendung da behauptet wurde. Förderschulen sind für die Entwicklung ihrer SchülerInnen schlecht. Viele Lernende, die solche Schulen besuchen, schämen sich dafür und verheimlichen es. Ihr Selbstwertgefühl leide erheblich. Dass sie nicht mit den Leistungen nichtbehinderter SchülerInnen konkurrieren müssten, schaffe zwar einen Schonraum, dies führe aber auch zu weniger Leistungsanstrengung. Letztlich würden sich die Lernenden gegenseitig runterziehen, was schlecht für die Intelligenzentwicklung ist. Das wird hier als Cooling-Out-Effekt bezeichnet. Du hast gerade schon vom Pygmalion-Effekt gesprochen. Und vielleicht so als Frage zu dieser Aussage, auch hier sind die Effekte wirklich so eindeutig und so stark negativ.
Und wie passt das denn zu den besseren Betreuungsschlüsseln und den spezialisierten Fachkräften an diesen Schulen? Ja, genau. Also wir müssen hier natürlich auch differenzieren. Ne? Also es wird erstmal von vielen Lernenden gesprochen. Das heißt, viele sind nicht alle. Es gibt wirklich aus praktischer Evidenz und aus Berichten, dass sich Schülerinnen und Schüler dann an Förderschulen wohl oder wohler fühlen. Auch ich hatte in meiner Schulzeit in NRW einen Fall in der Klasse, da ist einer zurück aus der Allgemeinschule an die Förderschule Geistige Entwicklung gekommen und der ist wieder aufgeblüht. Das hing aber damit zusammen, dass tatsächlich die Lehrkraft an der Schule ihn nicht wollte und sagte, ich kann das nicht, bin nicht für ausgebildet und dann quasi gemobbt hat. Das heißt, das sind verschiedene Aspekte, die damit reinspielen. Das ist so ein kleiner Bereich, wo ich sage, ja, das gibt es auch. Das mit dem Schemen, das ist eine Studie, die da auch genannt wurde, die von Frau Schumann, die ist relativ alt, aber die zeigt das für den Förderschwerpunkt Lernen schon deutlich, dass es da Schamgefühle auf jeden Fall gibt. Man müsste diese Studie nochmal jetzt fürs Jetzige sich anschauen. Ich würde es auch nicht mit Selbstwertgefühl umschreiben, denn da, wo wir sehr, sehr viele Ergebnisse haben, ist das Selbstkonzept. Also das Schulische, das Akademische, das Wohlbefinden an der Schule. Und hier haben wir tatsächlich relativ viele Studien für SchülerInnen mit unterschiedlichen Unterstützungsbedarfen. Und wir haben in vielen Studien schon gefunden, dass die SchülerInnen ein schlechteres Selbstkonzept an der allgemeinen Schule haben als an Förderschulen. Da gibt es dahinter auch hier wieder so ein schöner Effekt, der Big Fish, Little Pond Effekt, also nach dem Motto, wenn Vergleichbare schlechter sind als ich, dann bin ich natürlich, fühle ich mich besser. Es gibt aber auch schon mittlerweile Studien, wonach dieser Effekt gar nicht da ist, also das heißt, das Selbstkonzept nicht schlechter ist. Und da stellt sich hier die Frage, was machen diese allgemeinen Schulen anders, dass die Schülerinnen und Schüler kein schlechtes Selbstkonzept haben? Haben die vielleicht einen positiven Umgang mit Fehlern? Haben die vielleicht eben auch ein gutes Klassenklima? Wertschätzen diese Klassenheterogenität? Das hat alles einen Einfluss natürlich darauf, wie das koordiniert wird. Und hier haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr große Baustelle von Inklusion, weil für mich bedeutet ein schlechtes Selbstkonzept oder die Studienlage nicht, dass wir das sozusagen mehr Förderschulen machen sollten, sondern dass eben dann an Allgemeinschulen dafür dann das Selbstkonzept zu stärken ist. Die Schonraumthese, ja, genau das würde ich eben sagen. Wir müssen schauen, dass es allen Schülern in den Allgemeinschulen gut geht. Und natürlich gerne Schonräume an Allgemeinschulen schaffen. Wieso? Na, ich will nicht immer Pull-out, das um keinesfalls, aber ich kann natürlich auch kleinere Gruppen mal bilden, um eben auch mal zeitweise einen kleinen Schonraum an einer Allgemeinschule zu schaffen, wenn dann wieder gemeinsames Lernen ist. Das täte Lernenden ohne Förderbedarf sicherlich auch mal gut, sich rausziehen zu können. Die haben ja auch manchmal ganz andere Sorgen als das, was in der Schule gerade ansteht. Ja, du sprichst es an, das wäre eben genau dieser Aspekt, an allgemeinen Schulen einen Schonraum zu schaffen. Das wäre natürlich auch eine super Prävention und super Angebot eben für alle, dass alle besser durch die Schulzeit kommen. Klar. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch nicht nur um das Selbstkonzept der Lernenden geht, sondern auch um das Selbstverständnis der Eltern zum Beispiel. Also ich habe selber Zivildienst an einer Förderschule gemacht, das war eine Förderschule für körperliche Beeinträchtigung und da hieß es auch, ganz viele Kinder mit geistiger Beeinträchtigung, wenn sie nur eine leichte motorische Einschränkung haben, kommen auf diese KB-Schule, weil es für die Eltern ein deutlich geringerer gesellschaftlicher Makel wäre, ihr Kind auf eine KB-Schule als auf eine GB-Schule zu schicken. Gibt es da auch Studien zu? Ich kenne keine Studien zu. Das ist, ich würde sagen, eher praktische Evidenz. Ja, ich kenne das selber auch. Das ist, glaube ich, etwas, man müsste mal Gutachten sich genauer angucken und analysieren. Also das wollen wir tatsächlich auch machen, dass wir Gutachtenanalyse machen und wer bekommt einen Unterstützungsbedarf Lernen oder Geistentwicklung. Für Unterstützungsbedarf Lernen gibt es sogar die Idee, dass die Schülerinnen und Schüler eher mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung gelabelt werden, weil sie dann eben danach nicht in die Arbeitslosigkeit geraten. Also es ist halt so, der Förderschwerpunkt Lernen fällt nach der Schulzeit weg. Und dann sind eben die Schülerinnen und Schüler sozusagen der allgemeinen Arbeitswelt ausgeliefert und hatten vorher den Schonraum und dann fallen sie auf den Boden der Tatsachen. Natürlich gibt es Schulen, die sehr, sehr gut arbeiten und einen guten Übergang in den Beruf bringen. Aber es gibt auch bewusst Eltern, die dann sagen, hey, nee, komm, das Label geistige Entwicklung, weil dann kommt
der Schonraum Werkstatt für Behinderte. Gut, der ist am Anfang von der Anstalt auch schön kritisch angeguckt worden, ja, mit allen Vor- und Nachteilen, kann man ruhig nochmal reinschauen, aber es gibt, das ist die Werkstatt, Werkstätten für Menschen mit Behinderung oder für behinderte Menschen ist tatsächlich durchaus auch ein Grund, dass Eltern eher sagen, geistige Entwicklung statt Lernen. Um im Schonraum zu bleiben. Auf jeden Fall, ja. Um im Schonraum zu bleiben. Ja, und viele Schulen mit körperlich-motorischer Entwicklung haben tatsächlich auch einen Zweig Lernen. Die gehen dann auf die KME-Schule, aber haben massive Lernbeeinträchtigungen, aber haben mit dem Label natürlich Förderschule körperlich-motorische Entwicklung. Auch das, also ja. Kann ich unterschreiben. So, wir kommen zu einer, wie ich finde, noch sehr harten Aussage. Lernende mit Migrationshintergrund sind an Förderschulen überrepräsentiert. 80-90% der FörderschülerInnen kämen aus armen Familien und überdurchschnittlich viele hätten einen Migrationshintergrund. Das liege auch daran, so die Behauptung, dass man Lernende mit Sprachschwierigkeiten und insbesondere traumatisierte Kinder, die beispielsweise aus Krisengebieten nach Deutschland gekommen sind, schnell zu einem Kind mit Sprach- und Lernbehinderung mache und dann auf Förderschulen schicke. Und ja, die Zahlen stimmen auch, klar, ist richtig. Und es schließt natürlich genau an meiner Kritik an der Förderschule Lernen an, muss ich auch deutlich sagen. Ich bin ja auch, ich habe ja anders studiert, ne? Ich habe ja mit Förderschule Lernen und sowas studiert und jetzt mit zunehmenden Studienlage stellt sich das heraus. Aber man muss natürlich sagen, in der Anstalt wird ja immer nur von Förderschulen an sich gesprochen und ich, auch wenn ich mich wiederhole, wir müssen dann wirklich nach dem Schwerpunkt unterscheiden. Mhm. Jetzt im sonderpädagogischen Schwerpunkt Lernen. Es entsteht natürlich auch Lernschwierigkeiten, wenn Familien aus sozioökonomisch benachteiligten, also Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien kommen, weil die kriegen eher Lernschwierigkeiten und Lernbeeinträchtigungen, weil die sich vielleicht keine Nachhilfe leisten können oder die Eltern sich nicht so sehr um die Hausaufgaben kümmern können. Wenn wir an unser Gymnasium schauen, wie oft werden Hausaufgaben gegeben und die Eltern oder akademisch orientierte Eltern können bei Hausaufgaben helfen, andere eben nicht. Und wenn ich die Sprache nicht spreche, kann ich auch nicht bei Hausaufgaben helfen. Also das heißt, einfach so wie unser allgemeines Schulsystem mit Hausaufgaben und damit umgeht, entsteht das natürlich. Und da werden dann die Lücken immer größer und dann kommt das Label. Das ist ein Teil der Wahrheit, muss man auch deutlich sagen, dass unser Schulsystem immer noch und seit Jahren, uns wird immer gesagt, soziale Ungleichheit eben ja, schafft und da müssen wir noch mehr Lösungen finden und ich weiß nicht, ob das Gymnasium tatsächlich die Lösung ist. Da kann man vielleicht oder später nochmal drüber diskutieren, jetzt nicht heute. Was aber interessant ist, wenn die Kinder relativ kurzfristig aus Krisengebieten kommen, also ich sage jetzt mal, die Problematik, die ist angekommen. Und ich würde auch nicht sagen, dass die Kinder aus den Regelschulen ferngehalten wird, weil man vielleicht nicht adäquat fördern kann. Würde ich nicht sagen. Oder weil ich Angst habe, dass andere gestört werden. Ich denke, es liegt entweder eher daran, dass eben die Aufgaben so gestellt werden, dass Eltern nicht helfen können. Ne? Egal ob Migration oder sozioökonomischer Hintergrund. Oder, und das ist das Zweite, wenn ich an Migration denke, wir haben was die Forschung und Diagnostik angeht, tatsächlich Nachholbedarf. Viele unserer Tests, die für Diagnosen und Feststellungsdiagnostik eingesetzt werden, sind nicht sprach- und nicht kultursensibel. Und auch die Schulleistungstests sind oft eben nicht sprach- und kultursensibel. Und das heißt, da wird dann vielleicht einen Förderschwerpunkt Lernen zugeschrieben, obwohl der gar nicht da ist, einfach weil das Testinstrument nicht gepasst hat. Und ich glaube, da die Sensibilisierung hat eingedeckt. Es wurde erkannt, dass es hier eine Problematik gibt. Einzelne Länder, zum Beispiel NRW, hat ja das DATS-Modul in den Bildungswissenschaften versuchen, die Lehrkräfte dafür zu sensibilisieren und noch reinzubringen. Das ist ein erster Schritt. Wir müssen aber noch mehr sensibel werden. Erstens in der Diagnostik, dass unsere Verfahren wirklich sprach- und kultursensibel sind, dass da darauf eingegangen werden kann. Und am liebsten fände ich es ja, wenn wir keine Feststellungsdiagnostik mit Labeln machen und wir wirklich individuell gucken, was die Kinder dann entsprechend der Diagnostik benötigen. Mhm. Ja, spannend. Also auch die ganze Testproblematik.
Ja, also ich glaube, da ist unsere größte Problematik tatsächlich momentan, weil die Sensibilisierung, glaube ich, mittlerweile schon erfolgt ist. Aber ich lasse mich da auch eines Besseren belehren oder ich denke einfach das Gute in der Lehrkraft. Also gar nicht so die unterstellte Absicht, solche Kinder aus dem Schulsystem rauszuholen und unsere normalen deutschen Kinder mit diesen traumatisierten Kindern zu konfrontieren, sondern ja, vielleicht eine gewisse Unfähigkeit zu reagieren auf solche Lernvoraussetzungen. Also ich hoffe an das Gute im Menschen an der Stelle von der Wertschätzung her, dass dann die Problematik erkannt wird. Aber wir sind einfach noch nicht so weit. Wir sind ein bisschen überrollt worden und die Entwicklungen und die Forschung läuft aber dazu. Also ich denke, in den nächsten Jahren wird da ganz viel kommen. Und wenn jetzt eben jemand, der jetzt Lehramt studiert oder schon in der Schule ist, ist einfach da wichtig im Sinne von lebenslangem Lernen immer auf Fortbildung zu schauen und zu schauen, weil ich glaube, das wird in den nächsten Jahren tatsächlich zunehmen und mehr kommen, dass dann auch Lehrkräfte nachqualifiziert werden, genau für das, was eben jetzt gerade entwickelt wird. Es wurde in der Sendung dann ein vorläufiges Fazit gezogen, nämlich es wäre absurd, am Förderschulwesen festzuhalten, weil es keinerlei Belege dafür gäbe, dass die Kinder in inklusiven Schulen schlechter lernen. Man müsse aber auch andersherum schauen, ob nicht benachteiligte Kinder in inklusiven Schulen Nachteile hinnehmen müssten. Dies werde teilweise im Diskurs behauptet, kürzlich auch erst von Karin Prien, der Vorsitzenden der KMK. Hier sei aber nachgewiesen, dass die Leistung nicht benachteiligter SchülerInnen unter Inklusion nicht leiden. Und im Faktencheck zur Anstalt wirst du ja auch zitiert mit einer Studie. Deswegen, ja, die Nachteile, was sind das für Studien, die zeigen, dass eben normale Lernende in inklusiven Settings nicht schlechter lernen, als wenn sie unter ihresgleichen sind? Und wie misst man sowas? Ja, also im Prinzip muss man jetzt auch wieder sagen, es geht für den Förderschwerpunkt Lernen und du hast jetzt hier das erste schon mal eingeblendet. Ich hole mal noch ein ganz kurzes bisschen weiter aus. Also ich hatte ja schon gesagt, für Lernen und den Schwerpunkt Lernen oder für das Lernen ist die Studienlage relativ eindeutig tatsächlich. Es sind meistens Vergleichsstudien von eben Klassen mit und ohne Kinder mit Unterstützungsbedarf, ne? Weil du fragst, wie man das misst. Und da werden auch durchaus klassische Schulleistungstests eingesetzt. Also Lesen, Rechnen, Schreiben, eben solche Tests, die ich in der Gesamtgruppe machen kann. Und dann wird entweder im Querschnitt, zum Glück aber auch zunehmend im Längsschnitt verglichen. Also wer mehr dazugelernt hat. Und da ist die schon von mir genannte Meta-Analyse von Krämer et al. Eigentlich gut zu nennen. Genau, also die sind ein bisschen sicherer, die Längsschnittuntersuchung, weil dann kann man wirklich auch Rückschlüsse darauf ziehen. Und im Querschnitt wird meistens sowas angeschaut wie eben den IQB-Bildungstrend. Und der letzte, und das ist ja das, was du jetzt schon mal angeschaut hast, der ist eigentlich ein Querschnitt. Das heißt, mit einer Schülerschaft oder mit einer Jahrgang wird geschaut. Und wenn man jetzt den Trend anguckt, dann vergleichen die eben die Querschnittsuntersuchung von vor 4 und so vielen Jahren. Also das heißt, wenn wir jetzt hier diese Grafik einmal anschauen, die Differenz 2021, 2011, alle 3 Jahre wurde, glaube ich, eben der Trend gemacht. Und dann hat man gesehen, okay, die Schülerinnen und Schüler von 2021 haben mehr gewusst als die Schülerinnen und Schüler von 2011 in der gleichen Jahrgangsstufe. Also das ist der IQB-Bildungstrend, ist ein Vergleich von Querschnittsdaten. Das ist ganz wichtig. Und Längsschnittdaten, da wird eben verglichen die gleiche Schülergruppe, wie die dazugelernt haben über mehrere Jahre. Und für ein Beispiel für Längsschnitt wäre zum Beispiel die Belief-Studie von Birgit Düthe-Klose, Elke Wild, Malte Schwinger. Um das jetzt nochmal zu vergleichen. Hier der IQB, der ist eben mehrere Querschnitte, die miteinander verglichen werden. Und man sieht, dass die Schüler früher haben mehr gewusst als die Schüler heute. So, das als mal so als pointiert zusammengefasst. Und da sieht man natürlich auch, und das ist ja das, was Frau Prien gesagt hat, die wissen immer weniger und unser Schulsystem muss sich ändern, damit eben das Niveau nicht weiter absinkt. Jetzt ist die große Frage, und das hatte sie ja gesagt, okay, wir haben eine fortschreitende Inklusion und deswegen wird es so schlecht. Und dann haben wir in unserem Preprint, der auch in der Anstalt eben als Grundlage mitgenutzt wurde, einmal so für den Beispiel Mathe, fürs Beispiel Mathe, wir haben es aber auch für die anderen mal kurz mit angegeben, aber hier diese Grafik für Mathe mal verglichen,
die Förderschulbesuchsquote, also das heißt, wie viele Schülerinnen und Schüler prozentual an allen Schülern in einem Bundesland hat die Förderschule besuchen, und dann die, wie viel insgesamt in dem Bundesland verlernt wurde. Also minus 50 bedeutet, die haben ganz viel verlernt, und minus 10, die haben wenig verlernt. Und dann sieht man, dass sozusagen in diesem Regressionsfall tendenziell in den Bundesländern, wo am wenigsten sozusagen verlernt wurde, die meisten Schülerinnen und Schüler im allgemeinen Schulsystem sind. Also dass die Förderschulbesuchsquote besonders niedrig ist. Das heißt, da, wo viel ausgesondert wird, wurde auch viel verlernt. Mhm. Das ist so erstmal zum Setzen lassen. Warum das alles so ist, ist die nächste Frage. Aber ich kann jetzt noch mal einen draufsetzen. Und zwar ist jetzt im aktuellen Heft der Zeitschrift für Heilpädagogik noch ein Kommentar auch zum IQB-Bildungstrend beziehungsweise genau zu dem und zu den Studien und Schulleistungen von Philipp Neumann. Und da wird auch deutlich noch mal in dem Bildungstrend gesagt, dass die Schülerinnen und Schüler mit geistiger Entwicklung gar nicht da drin sind. Also die viel auch rausgehen, auch ausgesondert werden, sind überhaupt nicht in den Daten drin. Das heißt, die ziehen auch die Daten sozusagen nicht runter. Das heißt, dieses Verlernen ist tatsächlich von den Schülern ohne Unterstützungsbedarf. Also das macht es nochmal deutlich, hat aber auch die Deutlichkeit, dass scheinbar, also Förderschwerpunkt Lernen, ne, an Förderschulen wurde nicht erhoben. Wenn ich jetzt die Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt Lernen an Förderschulen habe, sind die nicht drin. Wenn die an Allgemeinschulen sind, hat man versucht, die in den IQB-Bildungstrend reinzunehmen, und trotzdem wurde dort weniger verlernt. Ist jetzt verkürzt dargestellt, muss man auch noch mal intensiver reingucken. Das war so eine erste Analyse, aber hier auch noch mal von Philipp, Kollege aus Paderborn, nochmal den Appell zu sagen, Leute, wir müssen da eine Lösung finden. Wir dürfen auch aus den Vergleichsstudien die Schülerinnen und Schüler, die in einen anderen Bildungsgang zielte vergrenzt sind, nicht da ausschließen. Wir müssen da Lösungen finden. Es ist schön, dass grundsätzlich nicht mehr die Schülerinnen mit Beeinträchtigungen, wie es vorher war, also da konnte keiner mitgemacht. Jetzt machen wenigstens die Schülerinnen und Schüler mit Sehbeeinträchtigung, Hörbeeinträchtigung und so weiter fort mit. Oder, ne, also da wird versucht, auf die Schülerinnen und Schüler einzugehen und auch für Schülerinnen und Schüler mit eben Lernbeeinträchtigung mit einzugehen, die mit zu erfassen, dass auch die Aufgaben so sind, dass die gelöst werden können. Heißt aber auch, dass wenn wirklich alle dabei wären, hätten wir noch niedrigere Zahlen. Ja. Wenn die wirklich alle dabei wären. Also das ist ein ganz schönes Gemengelage, wo sich weitere Forschung lohnt und wo auch die Leute dran sind. Aber wir müssen da echt noch besser werden, um wirklich was aussagen zu können. Aber ich glaube, je mehr Studien dazukommen, desto mehr scheint es so zu sein, dass Inklusion ganz gut ist. Der Trend der letzten Jahre scheint das so zu zeigen. Ja, danke. Wir kommen schon zum Abschluss. Und das ist eine relativ lange These. Ich habe jetzt ja nur den ersten Teil hier auf Quote. Die These zum Schluss erster Sendung ist, man halte am Förderschulwesen fest, weil man den normalen Kindern keine Krüppel zwischen die Beine werfen wolle. Hier das Wortspiel der Anstalt. Es gäbe genug Eltern, und in dem Fall WählerInnen, die nicht möchten, dass ihre Kinder mit Behinderten gemeinsam beschult werden. Auch wenn offiziell die Inklusionsquote steige, wäre real das Gegenteil der Fall. Die Exklusionsquote werde immer größer. Und dann geht es dann noch weiter. Durch Umdefinieren, was beispielsweise wohnortnah bedeutet, könnte man verhindern, dass SchülerInnen bzw. ihre Eltern bestimmte Schulen anwählen könnten. Durch Beschulung von Behinderten in denselben Gebäuden, aber nicht denselben Klassen wie Nichtbehinderte, erhöhe man ebenso die Inklusionsquote wie durch das Deklarieren von schlechten SchülerInnen zu Lernbehinderten, ohne echt zu inkludieren. Mit dem Reinhalten der Schulen würden, und insbesondere in Gymnasien, würden beispielsweise CDU und FDP Wahlkampf führen und Wahlen gewinnen. Mit bewusst schlechter Inklusion könne man zudem wunderbar Stimmung gegen Inklusion im Allgemeinen machen. Das führe letztlich also wieder zu mehr Eltern- bzw. Wählerwille gegen Inklusion. Was setzt sich dafür Sorge, dass das deutsche Schulwesen am Aussortieren festhalte? Da steckt ja jetzt eine ganze Menge drin. So, ja, wir versuchen das mal aufzudröseln. Sind die steigenden Inklusionszahlen wirklich so geschönt? Vielleicht mal als erste Frage. Also ne, gibt es so viele Bemühungen, auf dem Papier zu inkludieren, aber in Wirklichkeit sind die doch
in anderen Räumen im selben Gebäude und ähnliches? Also bevor ich auf die Frage eingehe, erstmal allgemein. Also erstmal diese These, leider würde ich sagen, muss ich die genauso unterschreiben. Und eine Kollegin, als sie die anstellt, gesehen hat, gesagt, ja, es ist schwierig, Comedy mit der Realität zu machen. Und ich kann nicht lachen, weil es so traurig ist. Das ist so ein bisschen etwas, was mir auch, also als ich die Anstalt gesehen habe, ich habe gerade über solche Teile eben nicht lachen können, auch so, weil so viel Wahrheit da drin steckt. Und jetzt kommen wir zur Frage, sind die Inklusionszahlen geschönt? Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie geschönt sind, sondern wenn ich die Inklusionszahlen anschaue, ja, die steigen, Punkt. Und es ist auch so, dass je nachdem, wie ich das definiere, in einzelnen Bundesländern eben sogenannte Kooperationsklassen, was dann eben wieder die spezialisierten Klassen sind, zur Inklusion dazuzählen. Ist eine Frage der Definition und fachlich gesehen macht das eine manchmal Sinn und manchmal das andere. Jo. Da würde ich sagen, da müssen wir ein bisschen schauen. Die große Frage ist aber, warum steigen die Inklusionszahlen bei gleichzeitig stagnierender Exklusion oder Separationsquote? Wobei man sagen muss, im letzten Jahr ist tatsächlich die Separationsquote auch gestiegen. Also das heißt, es gibt so ein bisschen eine Rolle rückwärts und zwar im gleichen Maße, wie Inklusion gestiegen ist oder die Förderquote. Also das heißt, wir haben da so ein bisschen Stagnation aktuell und tatsächlich wieder mehr Separation. Und könnte daran liegen, weiß ich nicht. Ich kann es auch nicht sagen, warum das so ist, aber ne? Aber es, wie gesagt, in den letzten Jahrzehnten, letzten 20 Jahren, mehr Jahren, ist eben tatsächlich die Inklusionsquote gestiegen, während Exklusion gleich geblieben ist. Und warum genau das so ist, ist die Frage. Idee ist, dass gegebenenfalls damit auch eine, ja, das sogenannte Ressourcenetikettierungsdilemma dahinter steckt. Wenn ein Kind das Label erhält, Sonder- und Unterstützungsbedarf ist notwendig, dann kommen Leute ins Schulsystem. Und wenn dann Fachkräftemangel ist und die sagen, boah, wir haben sowieso schon zu wenig, ah, dann können wir noch für den oder die noch einen Unterstützungsantrag stellen, dann kriegen wir vielleicht mehr Lehrkräfte wieder rein, die uns aus dem anderen Topf zugewiesen sind. Also das Ressourcenetikettierungsdilemma hat wahrscheinlich eine große Schwierigkeit dahinter. Es gibt auch eine Studie von Michael Grosche und Janka Goldan für Nordrhein-Westfalen, wo tatsächlich auch geschrieben wird, da wo es eine Förderschule gibt, gibt es mehr Feststellungen zu Unterstützungsbedarfen. Das heißt, Angebot und Nachfrage könnte auch den Markt geben. Das scheint auch in Bayern so zu sein. Da hat das auch ein Kollege einmal untersucht und der hat das auf einer Tagung so nebenher auch mit erzählt, von daher nicht veröffentlicht, aber die Studie für Nordrhein-Westfalen ist schon ziemlich aussagekräftig, wie ich finde. Ja, sehr spannend. Kann man das so sagen, dass wirklich wir Eltern, wir WählerInnen letztlich schuld sind, dass die Inklusion nicht vorankommt, weil wir uns da vielleicht ein bisschen festgelegt haben, von bestimmten eher konservativen Parteien auch so beeinflusst werden? Also. Nein, also ich möchte keine schwarzen Peter an sich zuschieben, sondern als wir den Preprint geschrieben haben, haben wir uns auch als Kollegen sehr deutlich auch geguckt, was, woran könnte es denn liegen. Und eigentlich haben wir gesagt, dass wir jetzt nicht irgendwie einen schwarzen Peter zuschieben würden, sondern wir betrachten es eher als hochproblematisch, dass von politischer Seite in die Richtung argumentiert wurde und wird. Also ich würde eher sagen, dass eben entgegen verfügbaren Wissens den Eltern, die sich Sorge um Bildungs- und damit auch Zukunftschancen ihrer Kinder machen, durch Politik suggeriert wird, die Inklusion von Kindern mit Unterstützungsbedarf bzw. Behinderung schadet dem Kompetenzerwerb. Also ich finde das erstens nicht nur unzutreffend, sondern es birgt die Gefahr der sozialen Spaltung und der weiteren Ausgrenzung besonders vulnerabler Gruppen und der Infragestellung des zentralen Menschenrechts auf Inklusion. Wir haben in unserem, oder wir als Autoren des Preprints, das waren David Scheer, Markus Gebhardt, Menno Baumann und ich, wir haben auch gesagt, wir fordern ehrlich gesagt eher alle politisch Verantwortlichen auf, in ihrer Kommunikation Klarheit zu wahren, sich an den wissenschaftlichen Erkenntnissen zu orientieren, keine Falschinformationen zu verbreiten. Ja, Falschinformationen, so sehen wir das.
und Aussagen über negative Wirkungen von Inklusion deutlich und in der Entschiedenheit zu revidieren, die eben gemacht wurde. Und wir haben wirklich die Sorge, dass es zu Wahlkampfzwecken Eltern, die stark an Bildungserfolg orientiert sind, mit diesen Falschinformationen Angst vor Kindern und Jugendlichen mit Behinderung gemacht wird. Und da würde ich sagen, nee, das ist nicht bei Wählerinnen und Eltern, sondern die Aufgabe ist bei der Politik und auch bei der Wissenschaft, ne? Dass wir als WissenschaftlerInnen Wissenschaftskommunikation betreiben und auch der Politik deutlich sagen, so kann es nicht gehen. Und das ist auch das, was wir eben mit diesem Preprint und den Aussagen zum IQB-Bildungstrend auch einfach in unserer Verantwortung gesehen haben und so gesagt haben, hier, ihr müsst da deutlicher drauf schauen, tatsächlich. Ja. Da haben wir also anscheinend dieselben Problematik wie in der Klimapolitik zum Beispiel auch, dass da Klientelinteressenpolitik gemacht wird auf Basis teilweise sogar falscher Behauptungen. Ja, und unsere Aufgabe ist es aufzuklären. Ich finde, wir müssen in der Lehrerinnenbildung müssen wir Lehrkräfte aufklären, mit denen da drauf kommen. Wir müssen Lehrkräfte qualifizieren, dass sie mit Heterogenität und Diversität umgehen können, weil die Möglichkeit ist da. Wir wissen eigentlich, wie es geht. Wir müssen nur alle Lehrkräfte auch dafür aufschließen und dass eben die Kolleginnen und Kollegen die Kompetenzen dafür haben. Wir müssen dafür sorgen, dass es weniger Fachkräftemangel gibt. Das sind so für mich die Baustellen tatsächlich. Und wir sind tatsächlich als WissenschaftlerInnen gefragt, dass wir das voranbringen und aufklären. Ja, unsere Aufgabe auch. Das ist doch ein perfektes Schlusswort, weil genau das versuchen wir ja gerade, so ein Stück weit Wissenschaftskommunikation. Erkenntnisse pointiert, aber korrekt und hoffentlich verständlich und interessant unter das interessierte Volk zu bringen und hier jetzt wahrscheinlich erstmal hauptsächlich LehrerInnen und zukünftige LehrerInnen. Dann sage ich, liebe Conny, ganz vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, wie ausführlich du hier unsere Fragen beantwortet hast. Sehr und gerne. Sicherlich bis bald mal wieder in so einem Format. Ich freue mich drauf und nochmal danke für die Einladung und hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren und ich bin dann gespannt, was im zweiten Teil Birte sagt.